Corona-Log, 4. auf 5. Mai 2020. Es geht um Kunst und Kultur bei Bildungsveranstaltungen. Das kennen wir von Offline-Bildungsveranstaltungen. Es ist ja ein sehr, sehr etabliert und beliebtes Format oder eine Idee, dass man Bildungsveranstaltungen mit einem Kulturbeiprogramm, so heißt das ja häufig, anreichert. Das heißt, dass man irgendwie mit Musik eröffnet oder beendet und eine Live-Darbietung auf der Bühne hat, wenn man sich es leisten kann mit dem ganzen Orchester. Und wenn man sich es nicht leisten kann oder es nicht für nötig hält, vielleicht auch ein bisschen kleiner. Jetzt ist natürlich das Wort Beiprogramm und kulturelles Rahmenprogramm oder sowas alles schon irgendwie ganz schlimm und drückt aus, dass das irgendwie eigentlich nicht die Hauptsache ist. Realistisch ist es das aber auch nicht. Trotzdem hat es ein Stellenwert, von dem ich jetzt gerade, wo wir alles online machen müssen, gerade erst merke, wie zentral dieses Beiwerk doch häufig ist und wie sehr es fehlt. Das hat insgesamt wahrscheinlich, wenn man mal dahinter schaut, damit zu tun, wie schlecht wir darin sind, online so diese Zwischenräume und Zwischenzeiten von Bildungsangeboten aufzugreifen und abzubilden. Also dieses, was so selbstverständlich ist, das fehlt online oft, weil es auch bei den Veranstaltungen in Präsenz nicht mitgedacht wird ganz häufig, sondern als selbstverständlich wahrgenommen ist oder weil es einfach entsteht. Wenn man zwischen, weiß ich nicht, Workshops bei einer Konferenz wechselt, dann ist man im Flur oder beim Kaffee oder meinetwegen auch auf Toilette. Aber immer ist man noch an demselben oder an dem Ort und man trifft mit Menschen dort zusammen, die da auch sind. Wenn ich online von einer Session in die andere wechsle und dazwischen 5 Minuten sind, dann bin ich 5 Minuten nicht da. Da bin ich raus sozusagen. Nebenbei bemerkt ist das auch, warum man auch immer solche Zwischenräume abbilden sollte, dass man sozusagen die nicht sozusagen ein Loch dazwischen nur hat, weil es was anderes ist, ein Loch oder ein Zwischenraum. Aber das wollte ich eigentlich nicht sagen. Ich wollte eigentlich was zu einem kulturellen Beiprogramm sagen. Wir haben uns nämlich jetzt überlegt, wie man das online auch einbinden kann, sowas. Und wir haben es nicht geschafft. Deswegen will ich zumindest die Idee teilen. Vielleicht wird noch was draus und vielleicht hat jemand tolle Konkretisierungen für die Idee oder jemand nimmt das nur auf und kann das woanders irgendwie gebrauchen. Also, wir wollten das machen bei den OER Camp Web Talks, die wir jetzt gestartet haben. Das sind 50 Webinare, jeden Tag live zu verschiedenen Uhrzeiten. Es gibt insgesamt 5 Reihen, jeden Wochentag eine. Und danach gibt es Aufzeichnungen. Das Programm wollten wir jetzt eben mit irgendwas aus Kunst und Kultur bereichern und hatten erstmal eine sehr große Ideensammlung, von der ich erzählen kann. Was ausgeschieden ist relativ früh in den Überlegungen, zumindest in meinem Kopf, war so ein bisschen so dieses pädagogisiert instrumentalisierte Verständnis von Kultur. Also ich finde es vollkommen legitim, sowas zu haben. Also keine Ahnung, dieses berühmte Sketchnoting, wo irgendwie der Inhalt nochmal visuell abgebildet wird. Und das sind natürlich irgendwie Künstlerinnen, die sowas machen. Ich habe jetzt aber tatsächlich an was gedacht, was zweckfrei im Sinne von nicht instrumentalisiert ist. Das ist natürlich auch ein Zweck, aber nicht, dass man einen pädagogischen Hintergedanken hat und damit sozusagen jetzt irgendwie sagt, den transportiert man jetzt über irgendwas Künstlerisches da rein, sondern irgendwas, was für sich steht und für sich Wert hat, wertvoll ist. Wir haben, wie gesagt, so eine Liste aufgestellt. Ich mache mal nur unsere Überschriften. Also das kann natürlich ein Musikstück sein. Wir haben gedacht, man kann damit zum Beispiel beginnen, also quasi so eine Art Vorband zu haben, bevor es den Input gibt bei den OER-Camp Web Talks. Also es ist ein Webinarformat. Und bevor man noch begrüßt oder vielleicht auch nach der Begrüßung, macht man beispielsweise ein Musikstück, was dann live dargeboten wird. Es muss auch live sein, habe ich mir überlegt, weil der Wert von, man spielt was Aufgezeichnetes vor, ist gerade im Internet irgendwie schwierig, weil da ja alles live schon, aufgezeichnet schon da liegt. Insofern muss man das irgendwie herausheben und das könnte aus meiner Sicht durch eine Live-Darbietung sein oder zumindest eine Rahmung. Also wenn es sowas ist wie, weiß ich nicht, ein Gedicht, kann es auch vorgetragen werden oder wenn es was Visuelles ist, kann man das zeigen. Wenn es kann auch sowas wie Klangkunst sein oder sowas. Prinzipiell ist das ja erstmal alles möglich. Wir hatten Brainstorming auch noch mit den großartigen OER-Camp-Coaches, da kamen ganz viele von diesen Ideen überhaupt erst zustande. Auch noch solche Sachen wie, dass man gemeinsam in ein Museum geht, vielleicht ein digitales Museum, wo man ein Kunstwerk zeigt und gemeinsam betrachtet.
Hat auch so seine Grenzen, weil natürlich die Zeit sozusagen so eng ist. Jetzt macht man, weiß nicht, 4 Minuten vor Programm. Jetzt wird es gezeigt und wird gesagt, so jetzt betrachten wir das mal 3 Minuten lang. Ist auch irgendwie, zumindest bei mir, etwas mit Fremdeln verbunden. Ist natürlich aber möglich. Sachen, die dann schon einen leichten Hang haben zur Pädagogisierung, also insofern bitte jetzt erstmal mitdenken als nicht im Sinne des Themas der Veranstaltung, sondern losgelöst davon, könnte es natürlich irgendwas sein, was eine Fortsetzungsgeschichte ist, weil das Tolle an diesem Format jeden Tag, 50 Tage lang, ist ja, dass man tatsächlich was aufbauen und entwickeln könnte, also eine Geschichte weitererzählen. Es gab schon da auch die Sketchnote-Idee mit einer riesigen Sketchnote, mit einer digitalen Leinwand, die sozusagen Tag für Tag weiter gefüllt wird, dass man nachher ein Bild aus 50 Teilen zusammengesetzt hat. Das ist insgesamt ein großes Werk, es konnte sozusagen live gezeichnet werden, war eine Überlegung. Es gab die Überlegung, ein Hörspiel nach und nach immer weiter aufzuzeichnen. Natürlich gab es auch so Ideen, die Pädagoginnen dann sehr schnell haben, mit Beteiligung und Impro-Theater und irgendwas. Oder eher netztypische Formen, also irgendwie GIF-Kunst oder sowas zu machen. Eine übergreifende Überlegung war, dass es ja, wenn man es online macht, eine ganz andere, also wie soll ich sagen, also mal direkt gesagt, man kann auch jemanden vom anderen Ende der Welt dafür nehmen. Also der Künstler, die Künstlerin könnte auch aus Neuseeland oder Argentinien oder Eswatini kommen, weil diese Person ja genauso gut zugeschaltet werden kann wie die Künstlerin aus Wien oder Gummersbach. Also da gab es viele Ideen. Wie gesagt, wir sind jetzt ist einfach hinten runtergefallen, was wieder mal den Stellenwert vom Beiprogramm sieht, auch weil natürlich dann die Frage ist, okay, es gibt öffentliche Förderung, solche Sachen sind in der Förderung immer dann genauer zu betrachten, ob man da einfach tatsächlich einen Künstler, eine Künstlerin bezahlen kann, weil es das OER-Camp gibt, wo alles unter freien Lizenzen steht, gab es natürlich auch die Restriktion, zumindest vorläufig erstmal im Kopf, muss das irgendwas sein, was als Kunst frei lizenziert ist, da gibt es natürlich tatsächlich auch Klang und Musik und sowas, das könnte man auch nehmen. Es war auch eine offene Überlegung, muss man oder kann man 50 Mal das Gleiche, also eine gleiche Reihe nehmen? Da würde man natürlich normalerweise sagen, gerade wenn man nicht vernünftig bezahlen kann, wie das bei Bildungsveranstaltungen so ist, man könnte keiner Künstlerin zumuten, jeden Tag für, weiß ich nicht, 4 Minuten für einen Beitrag vor eine Webcam zu kommen und dann nicht mal vernünftig bezahlt zu werden. Aber wenn man guckt, dass von den 50 Tagen diese Person vielleicht ohnehin an ziemlich vielen leider gerade zu Hause sein muss, und man natürlich dann 50 Mal wenig bezahlen kann, aber dann immerhin in der Summe vielleicht ein bisschen mehr, dann wäre das vielleicht in diesen außerordentlichen Zeiten ein Stück weit weniger unzumutbar als sonst. Oder ein Kuratormodell, wo man jede Woche einen Kurator hat, der 5 verschiedene Dinge vorstellt aus einem Bereich, war noch eine Überlegung. Ja, also soweit erstmal einfach erzählt, was wir uns da so überlegt haben. Ich würde jetzt gerne von euch wissen, erstens, habt ihr Beispiele, wo man sowas sehen kann? Online-Bildungsveranstaltungen, die Kunst und Kultur einbauen. Zweitens, habt ihr, wenn ihr es nicht schon mal selbst gemacht habt, noch weitere Ideen, was man konkret machen könnte? Schreibt einfach einen Kommentar unten drunter. Oder auch quasi sowas wie, weiß nicht, Bewerbungen, hört sich auch so seltsam an. Also wenn jemand sagt, bei mir, ich kann genau sowas machen, habe eine tolle Idee, wie man das beim OER-Camp noch andocken konnte, vielleicht nicht für 50, aber für die letzten 40 Termine davon, schreibt eine E-Mail an kontakt@oercamp.de. Soweit für heute, danke und bis bald.